So, und da sind wir dann nochmal. Ja, mal sehen, wie lange wir. Ich werde wahrscheinlich nicht lange machen, weil ich weiß nicht, demnächst werde ich wahrscheinlich endlich wieder in einem normalen Zimmer untergebracht sein, wo ich dann auch wieder mein normales Mikrofon habe. Aber jetzt lesen wir hier erstmal dieses Amazone-Buch. Also, wir lesen dieses Amazone-Buch. Was war das gerade für ein anderes Inventar? Amazonischer roter Kuckuck, der. Cuculus Rosso. Diese endemische Unterart unserer sehr gewöhnlichen Cuculus Canus zählt zu den farbenfrohsten Vögeln der amazonischen Wälder. Das Gefieder des Männchens ist von einem leuchtenden Zinnoberrot, das Weibchen weist eine dezenteres Fuchsrot auf. Ach so. Diese Schrift ist auch ein bisschen schwer zu lesen. Lebensraum und Nahrung. Der rote Kuckuck ist in den entlegenen bewaldeten Regionen Amazones heimisch. Man findet ihn vor allem im kronen Dach des äquatorialen Regenwalds, wo er ein verstecktes Leben führt. Man kann ihn jedoch auch unter hervorragenden Bedingungen beobachten. Wenn der Vogel die Gipfel verlässt, auf der Suche nach den Früchten des Waldsavignon. Irgendwie sowas. Eine Art wilder Wein, der in dieser Region wächst. Tatsächlich sind es diese kleinen Büsche, die unser Kuckuck das Gros seines Nahrung liefern. Säftige Trauben, die er besonders liebt und mit denen er sich jetzt regelrecht vollstopft, sodass er am Ende alle Anzeichen der Trunkenheit aufweist. Achso, da hat man hier so einen besoffenen Kuckuck dann irgendwie. Er ist dann eine leichte Beute für alle Raubtiere, die im Regenwald heimisch sind. Fressen und gefressen werden, so lautet das ewige Gesetz der Natur. Fortpflanzung. Wie alle anderen Kuckucksarten vertraut auch der amazonische rote Kuckuck auf die Aufzucht seiner Jungen anderen Vögel an. Ein Parasitentum, das es der Art ermöglicht, sich zahlreich und ohne große Anstrengung fortzupflanzen. Das Weibchen des Kuckucks inspiziert sein Territorium auf dem Bau, auf im Bau befindlichen Nester. Um sein Ei zu legen, wartet es, bis die rechtmäßigen Besitzer des Nestes außer Haus sind. Meistens geschieht dies am Nachmittag. Während die zukünftigen Stiefeltern ihre Eier eher im Morgengrauen legen. Nachdem er sein Ei in das Nest seiner Wahl gelegt hat, nimmt es eines der bereits vorhandenen Eier heraus, um es in die eigene in einiger Entfernung zu zerstören oder zu fressen. Ja, so ist der drauf. Der Kuckuck schlüpft im Allgemeinen vor seinen Stiefgeschwistern, von denen er sich ganz instinktiv und umgehend befreit. Der junge Kuckuck wächst schnell, sodass die Stiefeltern manchmal gezwungen sind, sich auf dessen Rücken zu setzen, um seinen hungrigen Schnabel zu füllen. Die Eier des Kuckucks unterscheiden sich zwar ganz eindeutig von den kleineren Eiern seiner Stiefeltern, machen aber einen Minitimus-Prozess durch, der zwar nicht perfekt ist, aber ausreichend, dass die Eier von anderen Arten angenommen werden. Okay, keine Ahnung, was dieses Wort dann am Ende, wie es dann wirklich heißt, wahrscheinlich ganz anders. Zukunft. Der unbändige Appetit des Kuckucks auf den Trauben dürfte für die mittelfristig verhängnisvoll werden. Seit Beginn dieses Jahrhunderts wurden die Populationen des roten Kuckucks durch europäische Siedler, die den Weinbau in der amazonischen Schwemmsandebenen einführten, stark dezimiert. Als der Kuckuck sich als unverbesserlicher Erntedieb herausstellte, begannen sie ihm einen erbarmungslosen Kampf zu liefern. Es ist zu befürchten, dass der Kuckuck unterliegen wird. Der rote Kuckuck pflanzt sich in der Gefangenschaft relativ problemlos fort. So ist auch der Stolz der ornithologischen Sammlung der Universität von Barockstadt. Allerdings mussten die Wissenschaftler beobachten, dass diese Art in den angemessenen Lebensbedingungen Tendenz hat, sich auszubreiten, und zwar auf Kosten anderer seltener Arten. Die Verantwortlichen der Voliere von Barockstadt haben daher eine Politik der Geburtenkontrolle eingeführt, um die Unvollkommenheit einer künstlich nachgebildeten Natur so gut es geht auszugleichen. Der Waldsauvignon ist heute in der Natur selten geworden. Eine schlimme Re 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 Reblauplage
Phylloxera equatorialis würde dieser Art zum Verhängnis. Allerdings ist es in Europa der Botanischen Abteilung der Universität Barockstadt gelungen, diese Pflanze zu kultivieren und so einen wesentlichen Beitrag zu deren Erhalt zu leisten. Okay, da hätten wir es ja auch geklärt. Was ist das hier für ein anderes Menü? Keine Ahnung, was wir jetzt mit diesem Wissen anfangen. Können wir noch mal mit dem Professor reden? Warte mal, wo ging es in die andere Richtung? Okay, hier kommt man irgendwie nur im Kreis rum. Hier sind wir wieder in der Bibliothek. Wir müssen rausgehen. Und dann nach da. Dann da rein. Sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach so. Ja, zu euch wollte ich ja eigentlich mal. Guten Tag, meine Herren. Worum geht es, junge Frau? Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs? Naja, die haben mich gerufen. Fassen Sie sich bitte kurz. Wir können Ihnen nicht viel Zeit widmen. Die Rektoren dieser Universität haben wichtige Funktionen wahrzunehmen und ihre Zeit ist kostbar. Ja, ich Mir wurde seh's. mitgeteilt, Sie wünschten, die Person zu sprechen, die für den Zug, der im Bahnhof steht, verantwortlich ist. Darf ich fragen, was es mit dieser Vorladung auf sich hat? Wir fragen uns, warum Ihr Zug nicht weiterfährt. Das Ganze ist Ja. höchst ärgerlich. Die Vorschrift sieht in der Tat vor, dass Züge kommen und gehen, nicht dass sie am Bahnsteig stehen. Ein Zug hält an und fährt weiter, das ist die Vorschrift. Also. Wir sind uns darin einig, teure Kollegen, dass wir es hier mit einem höchst ungewöhnlichen Verhalten zu tun haben. Die ganze Sache ist äußerst beunruhigend. Ja, das Es ist ist ein richtig. mechanischer Zug. Er muss nur neu aufgezogen werden. Leider gibt es im ganzen Bahnhof nichts, was mir weiterhilft. Ein aufziehbarer Zug? Wie merkwürdig. Ja. Wie amüsant, würde ich eher sagen. Eine Art mechanisches Spielzeug also. So kann man das wohl Mein Freund, Sie bezeichnen. strapazieren unsere Geduld. Ich hoffe sehr, dass ich an der Mauer das finden werde, was ich benötige. An der Mauer? Ja. Junge Frau, von diesem Ort ist stark abzuraten. Warum? Besonders einer jungen Frau. Verstehen Sie uns nicht falsch, mein Fräulein. Wir sind nur zu froh, dass dieses Bauwerk existiert. Denn ihm verdanken wir, dass unsere gute alte Universität und mit ihr die Lehren, die hier vermittelt werden, Ja. die Jahre unversehrt überdauert haben. Die Was Mauer ist denn schützt uns da? vor dem Unbekannten, das uns bedroht. Gott schütze uns vor dem, Was? was sich auf der anderen Seite dieses Bollwerks befindet. Glauben Sie uns. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss meine Reise fortsetzen. Wir beglückwünschen Sie zu dieser Entscheidung im perfekten Einklang mit unseren Vorschriften. Ja. Also wird Ihr Zug nun doch weiterfahren. Ja, und so unsere Geduld nicht länger strapazieren. Ja, das ist wohl richtig. Ich habe mich Ihnen noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Kate Walker. Walker? Ja. Walker? Hatten wir nicht mal eine Walker? Magister in Ethnologie, September 1953, wenn ich mich recht erinnere. Ganz richtig, Herr Kollege. Ach Aber so. mit Verlaub, einen Walker, nicht eine. Erinnern Sie Ja, sich? Bill das. Walker, Prüfung im Juni 68. Der dreiste junge Mann kam in Blue Jeans zur mündlichen Prüfung Das ist und ja ganz verstieß schlimm. damit gegen die Prüfungsordnung, die eine Uniform vorsieht. Eine skandalöse Provokation. Sowas Aber aber wir auch. haben seither ganz andere Fälle gehabt. Ah, die jungen Leute. Keinen Respekt mehr vor Tradition und wahren Werten. Tradition, junge Frau. Die Tradition muss gewahrt bleiben. Ja, natürlich. Hier die Wissen Sie, Mission. ich hatte gar nicht vor, hier zu halten. Aber die Antriebsfedern der Lokomotive sind ausgefallen. Verstehen Sie? Nein, nicht ganz. Sie sind also keine Studentin? Nein. Sie sind etwas spät dran, junge Frau. Die Einschreibungen für dieses Trimester sind schon vorbei. Aber als Rektoren dieser Universität und in dieser Eigenschaft Vertreter der leitenden Behörde können wir eventuell veranlassen, dass eine kleine Ausnahme gemacht wird. Nein, nein. Ja. Ich bin Anwältin. Genau.
Ich komme aus New York. Genauer gesagt, aus Valladolid. Mein Kunde hat die Absicht, eine Fabrik für mechanisches Spielzeug aufzukaufen, aber der Erbe, der nun doch nicht tot ist, soll sich irgendwo in Sibirien aufhalten. Er muss den Kaufvertrag gegenzeichnen. Verstehen Sie? Kaum. Was für eine merkwürdige Geschichte. Ja, das ist wohl richtig. Eine unangenehme Geschichte. Falls Sie Ihre Meinung noch ändern sollten, wir haben ausgezeichnete Juraprofessoren. Hier Hilfe. Könnten Sie mir helfen? Junge Frau, Ihnen ist doch wohl klar, dass Ihre ständigen Anfragen etwas dreist sind. Wir stehen Ihnen schließlich nicht rund um die Uhr zur Verfügung. Wir haben anderes zu tun. Was macht ihr den ganzen Tag? Es wäre also sehr freundlich von Ihnen, uns nicht ständig zu stören. Hier, der Hans. Sagt Ihnen der Name Hans Vorarlberg zufällig etwas? Ja, eines der kuriosesten und brillantesten Elemente, die unsere Universität kannte. Ach so. Hans Vorarlberg. Ich erinnere mich, ihn einmal angesprochen zu haben. Ich war damals selbst noch Student. Er antwortete mit einem langen, versunkenen Blick. Geredet hatte er kaum. Aber wie könnte man diese Person vergessen? Das wüsste ich aber auch gerne mal. Ja, aber nicht brillant. Wir wollen mal nicht übertreiben. Er war nicht in der Lage, auch nur eine Prüfung abzulegen und beschränkte sich darauf, nur einigen Vorlesungen beizuwohnen. Also. Paläontologie hauptsächlich. Seine krankhafte Leidenschaft für Mammuts entsprach, sagen wir, seinem prähistorischen Hirn. Prähistorisch? Wie können Sie es wagen? Ein bisschen verrückt, vielleicht. Aber seine intellektuellen Höhenflüge haben nur die verstanden, die sich nicht an Äußerlichkeiten festhalten. Sie ziehen da etwas voreilige Schlüsse, mein lieber Kollege. Meine Worte sind gut durchdacht. Ach so, ja, sind sie das? In jedem Fall war er etwas merkwürdig. Wenn mein Vater, der damalige Rektor der Universität, nicht so verständnisvoll gewesen wäre, hätte Hans Vorarlberg uns schnell wieder verlassen. Ach so. Und der Musikpavillon? Das Werk eines Verrückten? Ich bitte Sie, nach all den Jahren sind Sie immer noch neidisch. Teure Kollegen, ich bitte Sie, wir sind ja nicht unter uns. Und was wollen Sie von Hans Vorarlberg, mein Fräulein? Sind Sie verwandt? Nein. Nein, nein. Ich suche ihn, um eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln. Ist er noch hier? Haha, hier an der Universität? Oh nein, er hat uns schon vor langer Zeit verlassen. Vor langer, langer Zeit. Es war das Jahr, als ich zum Rektor ernannt wurde. Fast 50 Jahre. Ja gut, das ist ein bisschen länger her. Als er alles wusste, was es über Mammuts zu wissen gibt, ist er gegangen. Ach ja, die Universität ist seither nicht mehr das, was sie vorher war. Das werden Sie zugeben müssen. Besser ist sie seitdem, jawohl. Die skurrilen Ideen dieses Spaßvogels waren in unseren ehrwürdigen Mauern völlig deplatziert. Meine Herren, ich bitte Sie, bewahren wir die Ruhe und den Takt, die unserer Funktion angemessen sind. Entschuldigen Sie bitte. Mein Fräulein, die Präsenz Ihres Zugs und dessen augenscheinliche Unbeweglichkeit stellt uns vor große Probleme. Ja, das Ganze ist höchst ärgerlich. Ihre große Lokomotive ist äußerst störend. Ein Zug muss anhalten und weiterfahren. So lautet die Vorschrift. Ja, das ist mir auch klar. Der Volierenbahnhof ist wirklich ein höchst interessantes Konzept. Er ist in der Tat der Stolz unserer Universität. Ach so. Eine der Spezialitäten, die hier gelehrt wird, ist die Zoologie, verstehen Sie? Die Ornithologie, um genau zu sein. Und ein fundiertes Wissen erwirbt sich nicht nur in Büchern. Die Beobachtung der Natur ist untrennbar mit der theoretischen Lehre verbunden. Wir haben hier übrigens ein paar sehr seltene Exemplare, die leidenschaftliche Forscher von ihren Erkundungsreisen in exotische Regionen speziell für die Universität nach Barockstadt brachten. Also, erinnern Sie sich an Alexandre Valembois und seinen merkwürdigen Vogel? Oh ja, natürlich. Ein Geschenk, das sich mit der Zeit als problematisch herausstellte. Ein Geschenk mit Nachwirkungen, in der Tat. Aber es hätte noch sehr viel schlimmer kommen können. Ja, sehr viel schlimmer. Und das heißt? Können Sie mir sagen, ob es hier in Barockstadt Wald-Souvignon gibt? Aber ja. überhaupt nicht. Er wollte sagen, überhaupt nicht. Was wir sagen wollen, ist, dass wir ganz genau wissen, dass es hier in Barockstadt keinen Wald-Souvignon gibt. Also. Wirklich? Sind Sie sich da sicher? Ich habe nämlich in einem Buch gelesen, dass es davon ein paar Sträucher in Barockstadt gibt. Ich hätte große Lust, ein wenig danach zu suchen. Das kommt gar nicht in Frage, junge Frau. Also. Der Herr Vizerektor will sagen, dass es uns wichtiger erscheint, dass Sie Ihre Lokomotive aus dem Bahnhof entfernen. Ihre Nachforschungen können Sie auch bei Ihrem nächsten Halt anstellen. So ist es.
Ihre Lokomotive muss den Bahnhof von Barockstadt umgehend verlassen. Vorschriften. Sie haben keine Zeit, mit unnützen Nachforschungen zu verlieren. Die Vorschrift! Vergessen Sie nicht die Vorschrift, junge Frau! Ein Zug muss anhalten und weiterfahren. Ja gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Wir reden und reden. Dabei ist bereits Teestunde. Schon? Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, so viel, dass Sie haben so viel erfreut, zu tun. Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, junge Frau. Wer macht ihr Teestunde? Ich danke Ihnen vielmals, meine Herren. Also wenn die wirklich so viel zu tun hätten, wie sie behaupten, dann gibt es keine Teestunde, die fällt dann aus. So, können wir noch da hinten zu dem Professor oder ist der mittlerweile in der Vorlesung? Nö, der ist immer noch hier am Studieren. Entschuldigen Sie, Professor. Professor, darf ich Sie noch einmal stören? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Hier der Vogel? Mein Zug hielt in einer ganz erstaunlichen Voliere. Es scheint, als hätten dort unzählige Vogelarten Zuflucht gefunden. Okay, auch wenn die Ornithologie nicht mein Spezialgebiet ist, so muss ich zugeben, dass dieser Bahnhof der Stolz unserer Universität ist. Er dient nicht nur dem Empfang der Studenten, sondern... Ach ja? Welche zum Beispiel? Amerzonisch? Es tut mir... Vielen Dank. Hier der Saufig... Souvenir aus Amazone. Sagt Ihnen das etwas? Lassen Sie mich nachdenken. Sauvignon. Es dürfte sich um ein tropisches Baumgewächs handeln, oder? Ja, das kann so sein. Ein seltener Strauch mit kleinen, saftigen Früchten. In einem Buch über Amazone habe ich gelesen, dass es hier in Barockstadt ein paar dieser Gewächse gibt. Wissen Sie, wo genau? Amazonische Sauvignon-Sträucher hier? Nein, das glaube ich nicht. Das erscheint mir unwahrscheinlich. Ach so. Aber fragen Sie am besten den Bahnhofsvorsteher. Er kümmert sich um das Gewächshaus unserer Universität. Er wird Ihnen weiterhelfen können. Den Bahnhofsvorsteher. Das werde ich tun. Danke. Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Das machen wir jetzt aber in der nächsten Aufnahme, weil ich muss die Folie auch noch irgendwie wieder rausbringen. Deswegen sage ich hier an der Stelle mal Menü, Spiel, Speichern, da. Und dann sehen wir uns dann. Bis dann.